Sehr geehrte Mitglieder des Wirtschaftsbeirats Bayern, verehrte Gäste, ich gratuliere Ihnen. Montagnachmittag, 16 Uhr. Sie haben heute die richtige Entscheidung getroffen, nämlich sich zur Generalversammlung des Wirtschaftsbeirats Bayern zuzuschalten. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Unsere Unternehmen sind jetzt durch Corona massiv gefordert. Wie unsere Firmen am besten durch die Krise kommen, sich organisieren, sich umstrukturieren, sich neu aufstellen, all das kann die Politik nicht verordnen oder organisieren. Die Sektoren sind ja auch völlig unterschiedlich betroffen. Die Politik kann und muss die Unternehmen machen lassen. Nun, was muss der Staat leisten? Ich denke, mit Staatsgeldern keine alten Strukturen aufrechterhalten. Das Kurzarbeitergeld zeitlich begrenzen und Staatsbeteiligungen nur als Ultima Ratio einsetzen. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Unternehmenssteuern senken runter auf 25% im Durchschnitt. Für einen dynamischen Kapitalmarkt sorgen, Nachfrage wieder ankurbeln, Mittel in Infrastruktur, Investitionen und Innovationen fließen lassen. Und Hände weg von neuen Auflagen, Zurückhaltung bei der Regulierung. Der Wirtschaftsbeirat hat bereits zu Beginn des Jahres, also noch weit vor Corona, 10 zentrale Thesen für einen digitalen Ordnungsrahmen formuliert. Sie gelten bis heute. Wir müssen unsere digitale Infrastruktur und auf den neuesten Stand bringen. Unsere Verwaltung muss digitalisiert werden. Jeder Bürger muss künftig eine digitale Identität haben, über die er sich im Internet eindeutig fälschungssicher identifizieren kann. Der Wirtschaftsbeirat Bayern will mit seinen Positionen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie stärken und nicht schwächen. Das Klima können wir in der Europäischen Union nicht allein retten. Wir müssen auf marktwirtschaftliche Lösungen wie zum Beispiel den Emissionshandel setzen, auch für die Bereiche Wärme, Gebäude, Verkehr, da sind wir dran. Und wir müssen auf technologieneutrale Lösungen setzen. Nur mit intelligenten technologischen Lösungen, meine Damen und Herren, schaffen wir es, auch die anderen großen CO2-Emittenten, vor allem China und USA, zu überzeugen, dass sie unserem Weg folgen müssen. Was brauchen wir für die Wirtschaft und was haben wir getan? Im Grunde genommen sind es drei Bereiche, auch da drei Bereiche. Erstens, weiter und mehr Überbrückung. Wir hatten mit den Soforthilfen vieles geleistet. Die jetzigen sogenannten Überbrückungshilfen sind deutlich überbürokratisiert, müssen gestrafft und vereinfacht werden. Das gilt übrigens auch nochmal für die gesamten Antragsverfahren bei KfW und LFA. Vereinfachen und schneller und effizienter für den Mittelstand machen. Also Überbrückung. Dann brauchen wir Anreize dringend. Anreize in Form von niedrigeren, nicht höheren Steuern. Denn man muss auch unternehmerischen Mut belohnen. Wir können nicht sozusagen auch Betriebe nur am Leben erhalten, die vielleicht schon vor Corona ein Problem hätten. Also ist wichtig, Anreize zu setzen durch, ich sage es mal, eine Corona-Steuerreform auf der einen Seite, niedrige Unternehmenssteuern, deutlich niedrige Energiesteuern für unsere großen auch Player und natürlich einen längeren Verlustrücktrag zu machen, um Liquidität im Unternehmen zu halten, um das zu schaffen. Und zu Anreizen gehört, da werden wir sicher noch reden, auch im Bereich Automobil noch Unterstützung. Und das Letzte, Transformation, auch das war im Vorbeitrag gut zu hören, Transformation heißt die Digitalisierung zu beschleunigen. Dafür legen wir jetzt in Bayern wirklich einen Forschungsturbo ein mit unserer Hightech Agenda Plus. Werden jetzt allein im nächsten Jahr über 700 Professuren ausgeschrieben. Das ist mehr oder ungefähr genauso viel, wie die LMU allein Professuren hat, unsere größte Uni. Große Forschungsvorhaben werden gemacht. Vom Energiesektor von Wasserstoff, Luft- und Raumfahrt, Mobilität, unser Thema hier, bis hin vor allem zur künstlichen Intelligenz. Wir werden im nächsten Jahr genauso viele Professoren bis 2021 umgesetzt haben, wie der Bund in seinem Programm bis 2025 plant. So. Corona ist eine Transformation und auch eine Disruption, und zwar im positivsten Sinne. Wir haben über Corona, aber auch in den Jahren schon davor, hat sich der Weltmarkt für Automobile etwas reduziert. Über Corona jetzt um 20 Millionen pro Jahr reduziert. Das gab es noch nie. Auf einen Schlag 20 Millionen Fahrzeuge verloren. Und jetzt kommt man aus dieser Phase raus und die Welt sortiert sich neu. Und siehe da, die deutschen Hersteller kommen da ganz gut raus. Auch weil sie globale Hersteller sind, auch weil sie technologieoffen sind, auch weil sie im Premiumsegment zu 80% vertreten sind. 80% aller Premiumfahrzeuge weltweit kommen von deutschen Firmen. Und ich glaube, das muss man sich mal bewusst machen. Das hat auch damit zu tun, dass sie sehr, sehr gut Autos bauen können, sehr gute Systemintegratoren sind
und alle Antriebssysteme anbieten. Insofern ist es ein Vermögen, das Deutschland hat, das man nicht leichtfertig verspielen sollte. Und auch während Corona-Zeiten, auch in Transformation, muss man sagen, dass heute noch der Löwenanteil der Antriebssysteme weltweit Verbrennungsmotoren sind. Und zwar die weltbesten Verbrennungsmotoren. Und die Frage ist jetzt, wie fährt man Elektromobilität hoch? Wie bringt man Wasserstoff in die Fahrzeugarchitekturen rein? Wie bringt man E-Fuels rein? Und gleichzeitig, solange der Marktbedarf noch da ist, wie bringt man immer effizienter Verbrennungsmotoren auch an den Kunden, um einen Gesamteffekt für Klimaschutz zu machen? Ich stehe davon, dass wir als Europäer haben die Kraft, unsere Stimme in der Welt stärker rauszubringen. Ich arbeite innerhalb des Europäischen Rats, dass wir das machen. Und ich meine, Sie als deutsche Unternehmen, Sie hoffentlich sehen alle diese Möglichkeiten, die da stehen. Ich kann sagen, dass auch innerhalb meines Landes es gibt viele, viele Möglichkeiten, die noch zu entdecken sind. Wir sind immer offen, um die zu finden. Aber dadurch, durch solche gute Zusammenarbeit, die schon existiert, wir können es verbreiten. Wir können Deutschland stärker machen. Wir können Lettland stärker machen. Wir können Europa zusammen stärker machen. I will present by the end of this year a strategy on sustainable and smart mobility, in which I will outline how our future transport system could look like. In my view, each transport mode, from rail to aviation, from maritime to road, has its place to serve our citizens and our economy. We are asked to reduce transport emissions by 90% by 2050. This is a huge economic and technological challenge. Your plans on how this can be done while maintaining our competitiveness is very important for me to know. As a long-standing member of the Industry Committee in the European Parliament, I always encouraged business leaders and stakeholders to present their view on how we shall support economic development and competitiveness. Unsere Betriebe müssen wir international aufstellen und dafür brauchen wir starke europäische Rahmenbedingungen. Diese Rahmenbedingungen, die kann nicht Deutschland, Österreich oder Luxemburg alleine verhandeln. Auf die EU kommt hier die zentrale Rolle zu. Denn wir vertreten einen Wirtschaftsraum mit 450 Millionen Einwohnern, einen starken Binnenmarkt, der ein ernstzunehmender Verhandlungspartner in der Welt ist. Und neben den vielen aktuellen Themen wie Corona, Brexit, Russland, Türkei, wird das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und China ein besonderer Schwerpunkt sein, da die Weichen für die Zusammenarbeit jetzt gestellt werden müssen. Sie sind ja nur eine erfolgreiche Gründerin, auch sag mal, relativ jung als Gründerin auch. 2012, glaube ich, ist Ihr Unternehmen ins Leben gerufen worden. Was würden Sie denn da sagen? Ich meine, das ist natürlich noch vor Corona gewesen, aber was hat Ihnen in Deutschland denn geholfen, überhaupt erfolgreich zu werden als Gründerin? Oder was hat Sie auch damals schon behindert? Also was den Erfolg anbelangt, Deutschland hat eine unglaublich gute Kultur, was die Wissenschaft anbelangt und auch die Nachhaltigkeit, tatsächlich zu einem Ergebnis kommen zu wollen. Man darf hier nicht vergessen, man hat wirklich mit Elite-Universitäten wie einer LMU, einer TU München zu tun und hier wird auch der Unternehmergeist deutlich jetzt durch Unternehmertum oder andere Dinge gefördert, was uns auch sehr viel geholfen hat. Und ich denke, dass auch gerade hier in Bayern eine Kultur dadurch entstanden ist, aus unterschiedlichen Gründern, die sich auch untereinander vernetzen. Und das ist auch eine sehr hilfreiche Sache. Die Frage Emissionshandel, europäische Ebene, ist glaube ich, schon eine richtige Antwort. Man könnte nur noch mal zurückgehen jetzt von Bundesebene, Europa, global. Kann das nicht auch sein, dass das wieder Wettbewerbsnachteile für Europa mit sich bringt, wenn wir einen europäischen Emissionshandel haben, den es sonst nicht gibt? Erstmal glaube ich, dass es uns langfristig einen Wettbewerbsvorteil bietet, wenn wir diejenigen sind, die in der Lage sind, mit neuen Technologien auf die Herausforderungen im Bereich der Energie und des Klimaschutzes zu reagieren. Das ist ja das, was uns eigentlich antreibt neben dem Klimaschutz. Lasst uns diejenigen sein, die in der Lage sind, auch die neuen Technologien zu entwickeln. Ich frage mich immer, wo auf der Welt soll das passieren, wenn es bei uns nicht passieren würde? Und deswegen wird es am Schluss ein Wettbewerbsvorteil sein. Jetzt nicht ganz leicht zu erklären und da gibt es auch viel Ärger und die Leute und die Unternehmen sagen, es wird aber doch irgendwie alles teurer. Am Schluss muss es dem Klimaschutz dienen und der Wettbewerbsfähigkeit dienen und darauf ist auch der ganze CO2-Handel ausgelegt. Wir haben ihn europäisch, wir kriegen ihn jetzt noch national in einem Teil
mein Ziel und unser Ziel ist, dass wir auch das europäisieren. Das ist eigentlich, ja, ich glaube, für alle der richtige und sinnvolle Weg, den Klimaschutz mit voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit am Schluss nicht zu gefährden. Aber bange ist mir nicht, dass wir wegen Klimaschutz jetzt wettbewerblich ins Hintertreffen geraten.